أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah azza wa jal hat uns heute wieder eine großartige Möglichkeit gegeben, subhana wa ta'ala, und er ist der Mächtige, indem er tun kann, was er möchte. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, heute einen weiteren Namen von ihm, subhana wa ta'ala, zu studieren, so dass wir Allah azza wa jal heute wieder etwas kennenlernen dürfen, damit unsere Liebe zu Allah subhana wa ta'ala inshallah wieder steigt. Und welche Liebe darf größer sein als deine Liebe zu deinem allmächtigen Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Daher ist das Beste, was ein Muslim machen kann, dass er sich mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt, indem er seinen Rabb kennenlernt, derjenige, der ihn in dieser Dunya geben kann, was er möchte. Und derjenige, der ihn am Tage der Auferstehung noch mehr geben kann, was er subhanahu wa ta'ala für seine Diener bestimmt hat. Möge Allah uns das Beste im Diesseits und im Jenseits geben. Liebe Geschwister, der Name, der großartige Name, mit dem wir uns heute bi'idhnillahi samiyyal alim beschäftigen, ist Al-Aziz. Und es ist einer der schönsten Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wie ihr alle wisst, besitzt Allah Azza wa Jal 99 Namen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung: Inna lillahi 99 isma, man ahsaha dakhala al-Jannah. Allah Azza wa Jal besitzt 99 Namen, aber das sind wahrlich nicht alle Namen, liebe Geschwister. Das sind die bekannten Namen. Allah Azza wa Jal hat unendlich viele Namen. Er ist doch der Gewaltige. Er ist derjenige, den niemand erfassen kann. Niemand von der Schöpfung kennt alle Namen Allahs. Und derjenige, der diese Namen lernt, er kann sie aufzählen und er weiß dessen Bedeutung und er lebt danach. So gibt es nur eine Heimstätte für ihn, das Paradies. Möge Allah Azza wa Jal uns das Paradies geben. Al-Aziz, das ist der Name, über den wir heute sprechen. Und er bestätigt seinen Namen Al-Aziz in 90 Stellen im Koran. Inna Allaha qawiyyun aziz. Die Gelehrten sagen, dieser Name hat drei Bedeutungen, liebe Geschwister. Jede Bedeutung ist gewaltiger als die andere. Einmal Al-Quwa, das bedeutet die Stärke. Niemand hat Stärke außer Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Geschöpf kann es mit Allah subhanahu wa ta'ala aufnehmen. Wenn ein Geschöpf etwas an Kraft besitzt, dann nur deswegen, weil Allah ihm Kraft gegeben hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft außer bei Allah. Wallahi al-azim. Du kannst dich nicht bewegen, nicht ein Millimeter, außer dass Allah Azza wa Jal, der Gewaltige, es dir erlaubt. Und eine weitere Bedeutung von Al-Aziz ist Al-Ghalib, dass er der Siegreiche ist. Allah Azza wa Jal, er ist der Siegreiche und niemand kann siegen, wenn Allah Azza wa Jal das nicht für ihn geschrieben hat. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Koran, und das ist eine gewaltige Aya, wenn wir sie doch nur verstehen würden. Allah hat bereits niedergeschrieben auf der wohlverwahrten Tafel. Auf der Tafel, wo alles aufgeschrieben wurde, was jemals in diesem gesamten Universum passieren wird. Allah hat bereits niedergeschrieben, ich werde siegen. Ich, Allah, werde siegen und meine Gesandten. Möchtest du nicht ein Diener von einer siegreichen Religion sein, von einer Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala
für alle Menschen bestimmt hat, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Allah ist der Reiche in sich. Wir alle benötigen Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Allah braucht niemanden. Allah azza wa jal, er ist es, der alleine bestimmt subhanahu wa ta'ala, was jemand bekommt und was jemand nicht bekommt. Ob jemand siegt oder ob jemand nicht siegt. Ob jemand versorgt wird oder ob jemand nicht versorgt wird. Dieses alles obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Allah subhanahu wa ta'ala hat bereits niedergeschrieben, ich und meine Gesandten werden siegen. Möchtest du nicht dieser siegreichen Religion angehören? Den Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat bestimmt, was die Religion für alle Menschen ist. Ausnahmslos. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und damit niemand das missversteht, dass er am Tage der Auferstehung mit einer anderen, falschen Religion außer dem Islam zu Allah zurückkehren kann, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und derjenige, der am Tage der Auferstehung mit einer anderen Religion zu Allah zurückkehrt, pass auf, dass du nicht dazu gehörst. Höre, was Allah sagt. Derjenige, der mit einer anderen Religion zu Allah am Tage der Auferstehung zurückkehrt, nimmer wird es von ihm angenommen. Und am Tage der Auferstehung, Wallahi al-Azim, das sind die Worte Allahs, gehört er zu den Verlierern. Das sind die Worte Allahs, nicht die Worte von einem Geschöpf. Nicht wir suchen etwas aus oder wir lassen etwas, das ist einzig und alleine. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diese Religion für seine Diener bestimmt und es ist die letzte aller Botschaften. Und die hat er Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben, damit er das zu den Menschen überbringt, liebe Geschwister. Welch gewaltigen Gesandten hat doch Allah als letzten Gesandten, und vor ihm waren viele Gesandte, die alle dieselbe Botschaft überbracht haben, dient einzig und alleine nur Allah. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war der letzte aller Gesandten und der letzte aller Propheten, er sollte diese Botschaft überbringen. Und er hat 23 Jahre unter den Menschen verweilt, bis er die Botschaft überbracht hat. Dann hat Allah Azza wa Jal erst seine Seele genommen. Allahu Akbar. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah wird dich wahrlich vor den Menschen schützen. Verbreite die Botschaft, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niemand wird dich töten können, bevor du nicht die Botschaft überbracht hast. Das ist die Stärke Allahs. Das ist der Sieg Allahs. Und das lässt uns verstehen, dass niemand Einfluss in diesem Universum hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Bist du nicht stolz, zu so einer Religion zu gehören? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, لو كان موسى حيا, لو كان موسى حيا, ما وسعه إلا أن يتبعني. Wenn Musa noch am Leben wäre, und Musa ist ein gewaltiger Gesandter, liebe Geschwister, und wir wissen die Stellung von Musa alaihi salam, wie oft hat Allah diesen gewaltigen Gesandten im Koran al-Karim erwähnt. Wenn Musa noch am Leben wäre, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in meiner Umma, so würde ihm nichts anderes übrig bleiben, als mir zu folgen. Musa würde nichts anderes übrig bleiben, als mir zu folgen. Und das zeigt uns, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Überbringer aller Botschaften ist, liebe Geschwister. Und jeder muss ihm folgen, ja? Wenn du es genau haben möchtest, Jesus, Isa alaihi salam, der Sohn von Maryam, radiyallahu anha wa ardaha, wenn er zurückkehrt auf die Erde und Allah azza wa jal wird ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurückschicken auf die Erde, dann wird Isa alaihi salam mit dem Gesetz von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam regieren. Das ist der Islam. Möchtest du nicht zu dieser Religion gehören? Es ist die siegreiche Religion. Allah hat bereits bestimmt, dass diese Religion siegen wird. Ich habe eine Frage an dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Warum schämst du dich für den Islam? Während eine Person eine Kuh vor sich schiebt, die sein Gott ist, und er ist stolz darauf, während du einen einzigen Rabb anbetest, der alles in der Hand hat, und du schämst dich, ihm zu dienen. Allahu Akbar. Du solltest dich vor dir selber schämen, dass du so eine Denkweise hast. Möge Allah Azza wa Jal uns nur den Stolz durch den Islam geben. Liebe Geschwister, wir haben den Stolz durch diesen Islam. Und hört diese gewaltigen Überlieferungen an vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er spricht nicht aus Begierde, nein,
Es ist eine Offenbarung von seinem Herrn. Und da solltest du als Muslim deinen Stolz suchen. Bei Al-Aziz, Allah Azza wa Jal. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Nukmilu yawm al-qiyamah, sab'ina ummah. Nahnu akhiruha wa khayruha. Am Tage der Auferstehung wird es 70 Nationen geben. 70 Nationen werden am Tage der Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt, liebe Geschwister. Die Nation von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist die letzte. Und die Angehörigkeit zu dieser Umma ist nicht durch deinen Namen. Oder dass du sagst, ja, ich bin Muslim, aber du praktizierst nichts vom Islam. Höre, was die Angehörigkeit zu dieser Umma ist, dass du Allah über alles liebst. Du liebst nichts in deinem Leben mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Und du folgst dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Das ist das, was du brauchst an diesem Tag, damit du am Tage der Auferstehung ein erfolgreicher Diener bist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. An diesem Tag, am Tage der Auferstehung, wird Allah Azza wa Jal den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die, die mit ihm waren, die ihm gefolgt sind, die ihn geliebt haben, die nichts an Taten gemacht haben in der Religion, außer sie hatten eine Bestätigung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das getan hat. Diese werden am Tage der Auferstehung zu den Gewinnern gehören. Wir sind 70 Nationen am Tage der Auferstehung, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sind die letzte Umma, weil wir als letztes gekommen sind, aber wir sind die beste unter allen Umma. Allahu Akbar. Ist das nicht der Stolz, den du brauchst? Und das ist der einzige wahre Stolz. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ahlul Jannah, Ahlul Jannati, 20 wa 100 Saf, 80 minha min hadhihi al-umma wa 40 min sa'ir al-umam. Am Tage der Auferstehung wird es 120 Reihen geben. Allahu a'lam, wie diese Reihen sein werden. Aber es wird 120 Reihen geben von allen Nationen, liebe Geschwister. Und diese Reihen sind alle Paradiesbewohner. 120 Reihen. Allahu Akbar. Und vor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waren Moses, waren Jesus, waren Ibrahim alaihim salam. Und diejenigen, die ihnen gefolgt sind, waren Muslime. Denn die kamen mit keiner anderen Religion als mit dem Islam, liebe Geschwister. Am Tage der Auferstehung gibt es 120 Reihen. 80 von diesen Reihen nimmt die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein. Allahu Akbar. Und die anderen 40 Reihen sind von den vorigen Nationen, die zu Milliarden und Billiarden vor der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waren. Allahu Akbar. Ist es nicht der Stolz für dich? Am Tage der Auferstehung sind 120 Reihen, 80 davon sind reserviert für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die anderen 40 für die vorigen Nationen, die vielen gewaltigen 69 Nationen. Hat Allah diese Umma nicht geehrt? Und noch mehr hat Allah Azza wa Jal dir etwas Gewaltiges gegeben in dieser Religion. Aber weil du dich leider nicht mit deiner Religion beschäftigst, so subhanallah, ist der Fernseher schon der halbe Gott von einer Person geworden. Möge Allah uns bewahren. Wallahi, was lernst du durch diesen Fernseher? Außer, dass deine Gedanken verschwimmen und zum Schluss hasst du die Muslime, weil man im Fernsehen nur Hass gegenüber den Islam beibringt. Nenn mir eine Sendung, die etwas Gutes über den Islam, die etwas Gutes über den Islam sagt. Sie lügen über den Islam, aber sie sollen wissen, auch wenn manchmal die Sonne und wenn die Sonne der Islam wäre, wenn sie manchmal auch bedeckt wird durch Wolken, so wird sie an einer anderen Stelle aufgehen und noch stärker scheinen. Das ist der Islam. Das ist die Gunst, die Allah Azza wa Jal den Islam gegeben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ma min ummatin illa wa ba'duha fil nar wa ba'duha fil jannah. Illa ummati, fa innaha kullaha fil jannah. Es gibt keine Nation, außer dass vorher von dieser Nation manche im Höllenfeuer gelandet sind, bedeutet für ewig. Und manche im Paradies für ewig. Denn damals, bei den anderen Nationen, gab es nicht das Gesetz, was Allah der Nation von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Entweder waren die Leute damals für ewig im Paradies oder für ewig im Höllenfeuer. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, außer meine Umma, alle sind im Paradies.
Alle sind im Paradies, auch wenn manche Sünder von den Muslimen durch und durch erstmal in Jahannam, im Höllenfeuer Jahannam bestraft werden, so kommen sie eines Tages heraus, Allah weiß wie lange, und dann werden sie in das Paradies eingehen. Keiner von den Muslimen bleibt für ewig im Feuer, was die Nation damals nicht hatte. Allah weiß. Ein Stolz für dich, lieber Bruder und liebe Schwester, aber nicht, dass du jetzt auf den Gedanken kommst, ich kann doch ein paar Minuten im Höllenfeuer ertragen. Wisse, dass das Höllenfeuer 99 Mal heißer ist als das Feuer hier in dieser Dunja. Hältst du es aus? Und es ist 70 Jahre tief, das Höllenfeuer. Niemand kann diese Qualen im Höllenfeuer aushalten. Daher entscheide dich für das Richtige und für das Beste und suche die Izza, suche den Stolz nur durch diesen Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lak. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala al-zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, es ist eine Religion, an der wir den Stolz nur durch diese Religion nehmen. Wir sind nicht stolz durch Macht oder durch Geld oder durch die Zufriedenheit der Menschen. Nein, unser Stolz ist nur deswegen, weil wir an dieser Religion hängen. Das ist der einzige Stolz, den wir besitzen, liebe Geschwister. Warum? Weil Allah Azza wa Jal uns durch diese Religion Stolz gibt. Allah Azza wa Jal, er ist derjenige, der uns diese Religion gegeben hat, damit wir uns darüber definieren. Es ist nur die Religion des Islam. Einmal war Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, und er ist Amir al-Mu'minin radiallahu anhu arda. Und er kam nach Scham, liebe Geschwister. Er kam nach Scham, dem heutigen Syrien, und er ritt auf einem Reittier, damit er zu Baytul Maqdis geht, um die Schlüssel von den ranghohen Personen dort zu übernehmen. Umar ibn al-Khattab. Sie haben Al-Quds geöffnet. Möge Allah Azza wa Jal Al-Quds vor den Muslimin bewahren. Er hat Al-Quds geöffnet. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Und als er mit seinem Reittier unterwegs war, dann kam er an einer nassen Grube vorbei. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu zeigt, was ein Muslim bedeutet, liebe Geschwister. Er zog seine Schuhe aus, seine Ledersocken, und er band sie sich über die Schultern und er stieg ab vom Maultier und hat das Maultier durch den nassen Graben geführt. Er wurde schmutzig dabei. Der Schmutz hat sich an seine Kleidung gelegt. Abu Ubaida radiallahu anhu arda. Er hat ihn gesehen und er sagte zu ihm, Abu Ubaida, ja Umar, willst du so die Generäle und die Fürsten empfangen? Sie werden dir den Schlüssel von Baytul Maqdis geben. Dann sagte Umar ibn al-Khattab, berühmte Wörter, die in die Geschichte des Islam eingegangen sind. Er sagte zu Abu Ubaida, Lau qalaha ghayruka ja Abu Ubaida, ja'altuhu nakalan li ummati Muhammad. Hätte ein anderer diese Worte gesagt, ja Abu Ubaida. Er sagte zu ihm, nimm neue Kleider, zieh dir etwas Neues an. Du wirst heute die Fürsten empfangen. Ja Umar ibn al-Khattab, du wirst die Fürsten empfangen. Zieh dir etwas an, was schön aussieht. So sagte Umar ibn al-Khattab, hätte ein anderer diese Worte gesprochen, außer du, Abu Ubaida, so hätte ich ihn verprügelt, bis ich ihn zu einem Beispiel für die Umma gemacht hätte. Und er sagte weiter, Inna kunna adalla qawmin fa'a'azzana Allahu bil Islam. Famahma natlubu al-izza bighayri ma a'azzana Allahu bih. Adallana Allah. Wir waren eine Nation, die erniedrigt war. Wir hatten vorher nicht den Islam. Deswegen waren wir eine Nation, die erniedrigt war. Allah hat uns den Stolz gegeben durch den Islam. Und wenn auch immer wir den Stolz durch etwas anderes suchen, außer durch den Islam, wird Allah uns erniedrigen. Allahu Akbar. Dein Stolz ist durch den Islam. Dein Stolz, lieber Bruder und liebe Schwester, ist durch den Islam. Wallahi, du hast nur einen Wert durch den Islam. Weder ist es dein Geld, noch die Macht, noch deine Stellung, wenn du auch von mir aus der höchste Ingenieur bist oder der beste Doktor. Das ist nicht das, was dir Stolz gibt, sondern es ist die Religion des Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hat einmal Zahir gesehen, radiyallahu anhu arda. Und Zahir gehörte zu den einfachen Menschen. Er war ein Sklave, wenn ihr es so wollt, liebe Geschwister. Zahir war gerade auf dem Marktplatz und er hat verschiedene Dinge verkauft auf dem Marktplatz. Da kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat Zahir von hinten festgehalten, so dass er ihn nicht sehen konnte. Zahir wusste nicht, wer hinter ihm steht. Aber als er erkannt hat, dass das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, hat er sich nach hinten fallen lassen, um nah an dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann ausgerufen: Man yashtari hadha al-abd? Wer möchte diesen Sklaven kaufen? Wer möchte diesen Sklaven Zahir kaufen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn sehr geliebt. Dann sagte Zahir: Tajiduni ya Rasulallah kasidan. O Gesandter Allahs, ich habe keinen Wert. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Bal anta inda Allahi ghalib. Aber nein, du hast bei Allah eine gewaltige Stellung. Du bist etwas ganz Kostbares. Der Islam. Es ist der Islam, der dich definiert. Und es ist nichts anderes außer der Islam. Schaut mal, Umar ibn al-Khattab. Er kam mit schmutzigen Klamotten an, um die Schlüssel von Baitul Maqdis zu übernehmen. Was haben die Leute gedacht? Wer ist diese Person? Aber er wusste, sein Stolz ist nur durch den Islam. Das hat Umar ibn al-Khattab gewusst, liebe Geschwister. Und so sagen wir zu jeder Schwester: Trag den Stolz im Islam. Trag den Stolz im Islam. Lass dein Hijab an. Mache bloß nicht den Fehler, den viele vor dir gemacht haben, dass wenn du in der Schule bist, dass du das Beste ablegst, was Allah Azza wa Jalla dir gegeben hat, den Islam. Lass dein Hijab dran, lass deine islamische Bekleidung ran. Wenn du zur Schule gehst, schäme dich nicht, lass dein Hijab dran, deine islamische Bekleidung. Wenn du zur Arbeit gehst, lass dein Hijab ran, denn das ist das Beste, was du tun konntest. Allahu Akbar. Wir definieren uns durch den Islam, liebe Geschwister. Auch ein Bruder, ich sage ihm: Wen fürchtest du mehr außer Allah subhanahu wa ta'ala? Warum schämst du dich, wenn du ein Bartträger bist, während andere Leute auf so billige Dinge so stolz in ihrem Leben sind? Und du hast nicht die Größe, du hast nicht diese Gewaltigkeit verstanden, dass du dem Besten aller Menschen folgst. Ist es nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagte in einer Überlieferung: Kuntu imamun nabiyin. Ich werde der Führer aller Propheten sein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist der Beste aller Menschen. Und du darfst ihm folgen. Das ist eine Gnade für dich. Und wallahi, keine Erniedrigung. Das ist eine Gnade für dich, dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Besten aller Menschen, folgen darfst. Deswegen darfst du diesen Stolz in dir tragen, dass du diesen Stolz nur durch den Islam definierst und nicht durch etwas anderes. Liebe Geschwister, wir sehen in der heutigen Zeit, dass viele Menschen nicht den Wert des Islam kennen. Ey wallahi al-azim. Und weil sie den Stolz durch etwas anderes möchten, so hat Allah Azza wa Jal sie erniedrigt. Sehen wir nicht, dass die Muslime den Kuffar hinterherlaufen? Schaut, wie Allah sie erniedrigt hat. Sie möchten so aussehen wie sie. Sie kleiden sich wie sie. Sie reden wie sie. Und zum Schluss, subhanallah al-azim, was ist ihnen übrig geblieben vom Islam? Lakum dinukum waliyadin. Ihr habt eure Religion und ich habe meine Religion. Aber nein, du hast deine Religion weggegeben. Und du wolltest den Kuffar folgen und du liebst es, ihnen zu folgen, während sie, wallahi, bei Allah nicht in das Paradies eingehen werden. Wen möchtest du folgen? Höllenbewohner? Ist es das, was du möchtest? Du weißt ganz genau, dass diese Dunya bei Allah Azza wa Jal keinen Wert hat. Denn die Akhira, das ist das richtige Zuhause. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben, während das nächste Leben besser und beständiger ist? Für was willst du dich entscheiden? Für dieses Leben? Für diese paar Minuten, die du in diesem Leben wallahi nicht mal glücklich verbringst? Wie viel Geld reicht dir, damit du glücklich wirst? Du kannst es nicht definieren. Einer, der 2 Millionen hat, der ist traurig irgendwann, weil er 4 Millionen hat. Und einer, der 5 Millionen hat, er ist irgendwann traurig, weil er keine 10 Millionen hat. Wo ist deine Grenze? Einer, der 2 Frauen hat, er ist traurig, dass er nicht 5 Frauen hat. Und so weiter und so fort. Wo ist die Grenze? Wo ist wirklich der Punkt, wo deine Zufriedenheit erreicht wurde? Du wirst sie nicht erreichen, außer
dass du dich unterwirfst. Unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, min sa'adat ibn Adam, ridahu bima qada Allahu lah. Von der Zufriedenheit des Menschen, zu der Zufriedenheit des Menschen gehört es, dass man mit dem zufrieden ist, was Allah für dich bestimmt hat. Wenn Allah dich mit wenig versorgt, bist du zufrieden damit. Denn du weißt, am Tage der Auferstehung wird Allah Azza wa Jal dich für deine Geduld belohnen. Wallahi al-Azim. Und es wird kein kleiner Lohn sein. Lieber Bruder und liebe Schwester, wenn Allah dich hier in dieser Welt nicht mit einer Frau versorgt hat, dann hat er für dich schon eine im Paradies bestimmt. Es wird eine Frau sein, von der du niemals etwas Schlechtes sehen wirst. Allah Azza wa Jal, er ist in der Lage, dir all das zu geben, was du dir wünschst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Im Paradies werden die gläubigen Diener alles haben, was sie möchten. Und bei uns gibt es noch mehr. Allah, er hat dir doch das Leben gegeben. Und Allah, er ist derjenige, der dir das Leben nimmt, lieber Bruder und liebe Schwester. Schaut mal, diesen großartigen Sahabi, Abdullah ibn As-Sahmi, radiyallahu anhu arda. Er war einmal vor dem König. Er war einmal vor dem König. Und dieser König, er wollte unbedingt, dass dieser großartige Sahabi ein Christ wird. Aber er hat dieses abgelehnt. Dieser König, er wurde sauer und hat ihm die Hälfte des Vermögens angeboten. Aber Abdullah, radiyallahu anhu arda, er wusste, was der tatsächliche Schatz seiner Religion ist. Immer wieder hat er es abgelehnt, bis dieser König gesagt hat, ich werde dich töten lassen. Schaut, was Abdullah As-Sahmi radiallahu anhu gesagt hat. Er sagte, لو كنت أعلم أن موتي وحياتي بيدك لاتخذتك إلها. Wenn ich gewusst hätte, dass mein Leben und mein Tod in deiner Hand wären, hätte ich dich zum Gott genommen, zu diesem König. Aber er wusste, diese Person kann ihm nichts antun, wenn Allah Azza wa Jal das nicht für ihn bestimmt hat. Und diesen Glauben müssen wir tragen, liebe Geschwister. Niemand kann uns in dieser Welt etwas tun, außer was Allah Azza wa Jal für uns vorgeschrieben hat. Schaut, hat man nicht versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umzubringen? 23 Jahre haben die Leute Zeit gehabt, ihn umzubringen, aber sie haben es nicht geschafft, weil Allah Azza wa Jal das nicht bestimmt hat. Deswegen merke dir diese Überlieferung und es wird dir dein Leben verleichtern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Wenn die Umma, bedeutet die Menschen und die Djinn, sich zusammentun, um dir in einer Sache etwas zu nützen, sie werden dir nichts nützen können, außer was Allah bereits für dich geschrieben hat. Bei wem suchst du deine Versorgung? Bei wem suchst du dein Ansehen? Außer bei Allah, bei dem du es finden musst. Subhanallah al-Azim. Möge Allah Azza wa Jal uns zu den Erfolgreichen zählen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jal uns am Tage der Auferstehung mit den Paradiesbewohnern zusammen versammeln. Möge Allah uns weit von den Höllenbewohnern entfernen. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.